Wir sind hier in der Landesbibliothek in Bregenz, wo heute über Effizienz und Verantwortung im modernen föderalistischen Staat gesprochen worden ist. Landeshauptmann Herbert Sausgruber, wäre aus Ihrer Sicht ein föderaleres Österreich wünschenswert? Mehr Spielraum für die Länder wäre sicher wünschenswert. Wie kann denn nun bewerkstelligt werden, dass Österreich föderaler wird? Was wären konkrete Maßnahmen? Nun, am besten ist es wohl, wenn man in den Bereichen, in denen der Bürgernutzen besonders groß ist, weiterkäme, zum Beispiel im Bereich Gesundheitswesen eine Modellregion Vorarlberg zulassen. Ein konkretes Beispiel. Welche Art von Föderalismus wäre es denn nun, die Sie sich ganz konkret für Österreich wünschen? Einen partnerschaftlichen, eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Land, die in vielen Bereichen funktioniert, etwa im Bereich des öffentlichen Verkehrs, etwa im Bereich der finanziellen Gestaltung im Finanzausgleich, dass das auf andere Bereiche ausgeweitet wird. Kann man davon ausgehen, dass im Allgemeinen föderale Lösungen die besseren Lösungen sind? Das meine ich schon, wo man in einer vernünftigen Form zusammenkommt und Spielraum für die Länder lässt und koordiniert von Seiten des Bundes, in manchen Bereichen auch der Europäischen Union, haben wir die besten Ergebnisse.